Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Set Spotlights von Wilds of Andraine. Ich bin's immer Patrick, bei mir ist auch noch immer Matthias. Hallo, servus. Und heute gibt es wie angekündigt die blauen Karten. Und damit fangen wir gleich an. Jawohl, gleich mit einer Mythic Rare. Wuhu! Eselhafte Eskapaden. Zwei Wuhu! Farblose und zwei blaue. Der Name. Eine Hexerei. Du kannst aber zwei Farblose mehr bezahlen, dann kannst du die eselhaften Eskapaden wirken, als ob sie aufblitzen hätten. Ja, 6 Mana ist eine Okkasion. Ja, 6 Mana ist es ein Instant. Erzeuge für jede Kreatur, die ein Gegner kontrolliert, eine an sie angelegten Fluchrolle-Spielstein. Falls du bereits eine andere Verfluchtrolle-Spielstein. Falls du bereits eine andere daran angelegte Rolle kontrollierst, lege die alte Rolle auf den Friedhof. Die verzauberte Kreatur ist 1-1. Ja, du schrumpfst quasi das gegnerische Team. Ja, auf 1-1 runter. Ja. Was schon kannst, also gerade das Instant kann schon natürlich schon ein mega Blowout sein. Ja, aber für 6 Mana muss, ja, es, das auch muss sein. Es auch ein fetter Blowout sein. Ja. Ja. Also ich stelle es mir in Commander fast witziger vor als in Standard zum Beispiel. Ach, die einen Gegner kontrolliert. Oh, ja, das ist auch schon wieder. Ja, ist ja super. Der greift den anderen an, blub, alles 1-1er. Der du ja, bist aber ist nicht viel lustiger, so der eine greift den anderen an, sie blocken, du so blub, alles tot. Okay, das wäre vielleicht auch lustig. Ja, okay, Point taken. Okay. Also, ja. Ja. Bisschen schade. Das stimmt. Aber ich finde es auch für 4 Mana ist es sehr nahe an einem blauen Wrath. Mein lauter 1-1 ist. Auf die Anzahl der gegnerischen Kreaturen an. Natürlich. Und 1-1. Oder an die Anzahl der Ausrüstungen und Auren, die darauf liegen. Ja. Und was für Fähigkeiten die Kreaturen noch haben. Das muss man jetzt auch sagen. So, ist schon ein blauer Ruff. Es sei denn. Okay. Ja, ist halt immer blau. Ja. Kann den Commander ganz witzig sein. Ja, ist. Und hat ein super Artwork. Ja. Dann auch ein super Artwork. Die durchdringende Kälte. Mhm. Ein farbloses und ein blaues. Eine Verzauberung Aura. Verzaubernde Kreatur, aha, das steht jetzt wieder um. Wenn die durchdringende Kälte ins Spiel kommt, tappe die verzauberte Kreatur. Die verzauberte Kreatur enttappt nicht während des Enttapp-Segments ihres Beherrschers. Und, das ist der Grund, warum ich sie auf die Liste gegeben habe, wenn die durchdringende Kälte aus dem Spiel auf einen Friedhof gelegt wird, kannst du 1 bezahlen. Falls du dies tust, wende Hellsicht 1 an und ziehe dann eine Karte. Ja, und ich hätte sie auch auf die Liste gegeben, weil es ist nebenbei, dass es diesen Effekt hat, ist es die erste 2-Mana-Aura, die tappt. Es gab noch nie eine für 2 Mana, es gab immer nur 3 oder mehr. Ohne Downside. Und sie hat sogar eine Upside. Wild. Mhm. Wild. Ja, also ich habe es nicht, ich sage es ja, ich habe es nicht recherchiert, Frank Carsten hat es gepostet, ich glaube es mir einfach. Okay? Na, wild, dass du dich auf diese Quelle verlässt. Ja, ja, ich weiß. Aber finde ich schon allein das sick. Und es ist ein grundsätzlich guter Effekt mit einem guten Bonuseffekt. Ja, voll. Also das ist ja oft so. Es ist kein Hard Removal und dann, wenn es dagegen irgendwie wegbekommt, hast du quasi Kartennachteil gemacht. Ja. Aber dass du die für 1 Mana dann quasi eincashen kannst gegen eine neue Karte und sogar vorher noch scryen. Ist schon richtig gut. Das, ja. Ja. Genau wie das Artwork, einfach sehr cool. Mhm. Durchdringende Kälte halt. Aha. So, ha, Kanzler der Sagen. 3 farblose und ein blaues. Eine 2-3 Kreatur Feenwesen Berater fliegend. Immer wenn du einen Abenteuer-Zauberspruch wirkst, kannst du ihn kopieren. Du kannst neue Ziele für die Kopie bestimmen. Glauben wir, dass auch diese Karte in Standard gebannt wird? Oder ist es nicht so gut, wenn es 4 Mana kostet auf einer Kreatur ist? Sind 2 Mana und Artefakt doch besser? Ja, also ich glaube, also du hast die Karte wollen und ich verstehe es, weil es eben die 2 Mana-Variante schon, aber ich glaube, dass 4 Mana auf einer 2-3 nicht gut genug ist, dass es wirklich oppressive wird. Wir tun jetzt beide, und wir tun, wenn uns beiden nicht der Name einfällt, einfach, oder? Ja, ja, nur ich und Namen. Ja. Ja, vergiss es. Aber ich weiß, dass. Fällt mir dann 3 Videos später ein. Dann kannst du es noch immer sagen. Ja. Für Commander. Sitzt mir ja noch immer da. Für Commander, die Leute, die Adventure Decks, Abenteuer Decks bauen wollen, natürlich cool, weil jetzt haben sie 2 so Effekte. Mhm. Ja, als Kreatur und für 4 Mana ist halt ein bisschen bitter natürlich. Ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute probieren werden. Ja. Es gibt auch bei den Jumpstart-Karten, das ist auch eine von den Jumpstart-Ankommen, sich immer vorstellen, eine, die auch eine blaue, die zieht Karte für den Abenteuerspruch.
Das ist auch sehr, das ist dann schon, da funktioniert schon was sozusagen, ja. Aber es ist halt zu teuer, glaube ich, einfach. Hm. Aber ja, wo war sie? Schade. Apropos zu teuer. Außergewöhnliche Reise. Reisen ist immer teuer. Kostet zwei. Kostet blaue. Doppel-X. Also 20 Mana. Ne? Also XX und Doppelblau. Eine Verzauberung. Wenn die außergewöhnliche Reise ins Spiel kommt, schicke bis zu X Kreaturen deiner Wahl ins Exil. Ihr Besitzer kann jede jener Karten spielen, solange sie im Exil bleibt. Immer wenn eine oder mehrere Nicht-Spielstein-Kreaturen ins Spiel kommen und falls eine oder mehrere davon aus dem Exil ins Spiel gekommen oder aus dem Exil gewirkt wurden, ziehst du eine Karte. Diese Fähigkeit wird nur einmal pro Zug ausgelöst. Das ist also ein Bounce-Spell, bei dem du dann die Late-Karten ziehst. Vielleicht. Du kannst deine eigene Karte wegmachen. Ja. Stimmt. Ein Delayed Bounce Spell, bei dem du vielleicht eine Karte ziehst dann. Ja, schau, du kannst 4 Mana zahlen. Ja. Yeah. Vom Gegner die schlimmste Kreatur wegmachen. Und dann castet er sie. This is into the royal. Ja, ja, warte. Sorry, it's kicked into the royal. Also nein, Entschuldigung, du brauchst ja 6 Mana, musst du 2 wegmachen. Ja. Yeah. Okay, also du zahlst 6 Mana, ja. Machst bei ihm ein Into the Royal und machst bei dir ein Comes into Play Effect Kreatur. Mhm. Er spielt seine Kreatur natürlich aus, ziehst eine Karte, du spielst deine Kreatur, ziehst eine Karte und machst ein Comes into Play Effect. Mhm. Bam! Ja, ja, ich sehe. Mind blown. Ich sehe voll cool. Ah, weiß ich nicht. Ja, ich meine, das ist ganz witzig, wenn du es halt als die Verzauberung selber dann auch irgendwie wieder bouncen und reusen kannst. Ne? Achso, weil du es dann praktisch immer wieder den Bounce hast. Ja. Aber, ja, oder wenn du irgendwas hast, das quasi verhindert, dass er die Karten aus dem Exil spielen kann. Oder wenn du irgendwie was hast, dass du die Karten von ihm aus dem Exil spielen kannst. In seinen Friedhof legst oder so. Ja. Dann ist es natürlich ganz witzig. Aber das, also das aus dem Exil in Friedhof legen, das wird schon hart. Ja, ja, in, was war das? Battle for Zendika, Oath of the Gatewatch. Da gab es einige Wasteland Strangler zum Ach Beispiel. So, ja, okay. Diese Sachen. Diese Eldrazis, die haben ja das gemacht. Okay, das ist aber schon very special. Ja, okay. Look at the card. Okay, point taken. Die außergewöhnliche Reise erfordert keine gewöhnlichen Karten, sondern außergewöhnliche. Verstehe. Sofern sich der Ritual 2 farblose, 2 blaue, ein Spontanzauber, Feilschen, schau dir die obersten 4 Karten deiner Bibliothek an. Falls um diesen Zauberspruch gefälscht wurde, schau dir stattdessen die obersten 8 Karten deiner Bibliothek an, nimm 2 davon auf deine Hand und lege den Rest in zufälliger Reihenfolge unter deine Bibliothek. Und ich sag was, wie sie die Karte designt haben, war auch die Standardrotation, wie sie ursprünglich war, weil dann hätte es einfach Memory Deluge ersetzt. Aber da die Standardrotation jetzt nicht ist, haben wir einfach Memory Deluge und das und Deluge ist besser. Ja. Ja, guter ich mein, Punkt, Patrick. Also, ich mein, natürlich ist das übrigens, Entschuldigung, kurze Unterbrechung, die Dame, die da diesem Krieger mit seinem Fell am Kopf zuschaut, ja. Ist das die Dame von dem von der Verzauberung? Schaut ein bisschen so aus, ne? Von welcher Verzauberung? Achso, ja, ja, ja. Das ist diese, das ist die mit dieser Krone, diese Krone gibt es ja auch, das ist diese Hexentypin. Ah, okay. Keine Ahnung, wie sie heißt, aber ich glaube, wir stellen sie sogar. Ich glaube, sie gibt es auch als legendäre Karte sogar. Okay, na, ich bin gespannt. Aber, also ich, weißt du, wenn du immer was zu opfern hast, dann sind natürlich 8 Karten schon viel besser als 4 und auch besser als 7, obviously. Offensichtlich, aber man muss halt auch sagen, 4 Mana ist halt auch viel teurer als 2 Mana. Wenn du sagst, besser als 7. Dig through time. Ja, ja, aber ich hätte ja von Delusions und Friedhof. Okay, ja. Der kostet 7 Mana und da spielst aber ja, aber Deluge kannst du auch im Friedhof spielen. Genau, das kannst du eben zweimal dafür casten, ja. Ja. Also es ist offensichtlich schlechter als Memory Deluge. Ja. Ja. Es ist trotzdem immer noch eine ganz okay Karte, ja. Ja. Gehörnter Lochwal. 4 und 2 blaue Kreaturwal, ja, der Name ist Programm. 6/6 ja. Aufblitzen. Abwehr 2. Das kommt noch. Abwehr 2. Der gehörnte Lochwal kommt getappt ins Spiel, es sei denn, es ist dein Zug. Ja, weil wenn ich 6 Mana zahle, dann darf ich nicht den Blord haben und eine Kreatur vom Gegner killen. Das ist ein bisschen unfair. Ja.
Vor allem, wenn ich zuerst gespielt habe, Lagunenbresche für ein farbloses und ein blaues Spontanzauberabenteuer. Der Besitzer einer angreifenden Kreatur deiner Wahl, die du nicht kontrollierst, legt sie auf oder unter seine Bibliothek. Also ich muss halt sagen, Wizards of the Coast, die wollen nicht, dass du mit 8 Mana im Combat irgendwie harte Shenanigans aufführst. Also warum der getappt ins Spiel kommen muss, komm, ganz ehrlich. Haben sie da echt so viel Angst, dass du den reinfläschst und deinen Viech killst? Wäre halt vielleicht einfach eine gute Kontrollkarte halt, ja. Meinst du, ist vielleicht so auch gut genug? So, es ist auch so eine gute Kontrollkarte, weil das ist ein 6-6er, den du in den Endturn reinflashen kannst, der Abwehr 2 hat, dass es nicht sofort, also den man schwer killen kann. Ja. Und dann verteidigst du ihn halt und reizt ihn zum Sieg. Ja, es ist ein bisschen schade, dass die Kreatur angreifend sein muss, weil dann kannst du nicht irgendwelche Utility-Viecher bouncen, wobei es halt schon deutlich besser als bouncen ist, weil das natürlich ja. Entweder ein Time Warps genau. Oder halt es freiwillig ausgibt. Genau, richtig. Aufgibt. Ja. Eh. Ja, also schon gute Karte, vor allem weil ich den Instant sehr gut finde. Bisschen schade ist, dass getappt ins Spiel kommt. Das wird es, glaube ich, nochmal eine Spur besser machen. Ja, bin ich bei dir. Ui. Patrick. Ja? Wir haben Invitational-Karten bekommen. Geniales Wunderkind, ja. Wer von uns beiden? Beide. Oh. X und ein blaues. Beides Kinder, gell? Wir sind beides Kreaturen. Mensch, beides, Zauberer. Beides deppelte Kinder. 0-1. Schleichen. 0-1 und Schleichen können wir uns. Das geniale Wunderkind kommt mit X plus 1 Marken ins Spiel. Zu Beginn deines Versorgungssegments und falls eine oder mehrere plus 1 Marken auf dem genialen Wunderkind liegen, kannst du eine plus 1 Marke von ihm entfernen. Falls du dies tust, ziehe eine Karte. Mhm. Das heißt, du spielst das für X gleich 2, hast eine 2-3er, ziehst eine Karte, greifst einmal an, ziehst noch eine Karte und dann war es. Dann hast du praktisch für 3 Mana Divination gemacht plus einen Damage. Bam! Wow. Ja. Das tut also, das nicht. Wenn du nicht irgendwas hast, um da quasi konstant Marken draufzulegen, ist das schon eher traurig. Ist nicht für 3 Mana Divination machen eine Karte und ein Damage? Na. Aber Divination ist eine gute Karte, also eine solide Karte. Divination ist eine solide Karte, ja. Ja. Und das macht den Damage noch zusätzlich. Und das ist dann 0-1er Blocker. Ja, nein. Also, ist ganz okay. Nein, ich glaube schon, dass es. Ich glaube eben, wenn du Marken drauflegen kannst. Es gibt auch in dem Set Karten, wo du, also Mechaniken, wo du Marken drauflegen kannst. Und wenn du es halt, dass du es einfach skalieren kannst. Du musst das geniale Wunderkind zum jungen Helden machen. Zum Beispiel. Bam, das ist Combo. Marken drauflegen. Junger Held. Geniales Wunderkind. Richtig gut. Greifst an. 0-1, dann triggert das, ist er 1-2, bam, machst einen Damage, nächste Runde nimmst du die Marke wieder runter, ziehst der Karte, kannst du wieder angreifen. Ah, das ist aber schon eine geile Kombo. Also wenn das geniale Wunderkind auch noch der junge Helle ist, dann geht's ab. Ja, das ist aber ohne Spaß, jetzt finde ich richtig gut. Das funktioniert. Ja. Alles andere gefällt mir nicht so. Ui, schlafgebundene Fee. Jawohl. Ein blaues 3-3. Ja, aber was passiert hier? Ja, Kreatur, Feenwesen, Zauberer. Jetzt bin ich gespannt. Ja, fliegende Abwehr. Fliegende Abwehr 2. Hallo, hallo. Aber sie schlaft halt. Die schlafgebundene Fee kommt getappt mit 3 Betäubungsmarken ins Spiel. Okay. Aber du kannst sie enttappen. Für ein farbloses und ein blaues, enttappe die schlafgebundene Fee. Ja, nein. Okay. Du musst schon wissen, wie Betäubungsmarken funktionieren. Ja, ja, wenn sie enttappen würde, entfernt man stattdessen. Genau, also du musst 2 Mana jede zahlen. Runde für 2 kumulativ abgibt, 2 Mana, kannst du sie enttappen. Genau, aber du kannst sie nicht enttappen. Du nimmst 2 Mana und legst eine Marke runter. Oh, es ist immer, wenn sie enttappt werden würde. Oh Gott, ich habe mir gedacht, nein. Mit dem Betäubungsmarken. Nein, eben, du musst wissen, wie Betäubungsmarken funktionieren. Okay. Du kannst 2 Mana in deinem Turn zahlen, dann hat sie nur noch 2 Betäubungsmarken. Oder halt noch eine dann, weil du sie halt. Also du legst Turn 1, dann 2 zahlst 2 Mana, kriegt, also im Abgib geht eine Marke runter, in deinem Turn dann hat eine Marke noch, in dem nächsten Turn verliert du die Marke, dann hast du 2 Mana zahlen, dann hast du mit dem Turn 3 mit einem 3-3 angreifen. Okay, ich lege sie dann 1 und mache dann 2 Heartless Egg drauf. Was macht Heartless Egg? Ich entferne 3 Marken von ihr. Achso, ja, das ist besser wahrscheinlich. Das ist vermutlich besser. Nein, weil dann hat sie nur noch 2 Marken, ist ja voll waste schon. Okay. Ja, wenn du nicht irgendwas mit diesen Stun-Marken aufführen kannst, was irgendwie cool ist, und Heartless Egg auf seine eigene Karte spielt, ist nicht cool, dann pass, muss man sagen. Ja, also ein Mana 3-3 ist jetzt nicht so schlecht. Ja, du musst irgendwas machen, damit Triggered Abilities nicht
triggern, wenn sie ins Spiel kommt. Achso, damit sie keine damit sie Marken kriegt. Also ein Mana 3-3 ins Spiel kommt. Mhm. Aber damit, das wird dann halt schwer, dass sie aus ein Teil 1 ins Spiel kommt, so. Ja. Ja. Wenn es Black Lotus rumliegen habt, geht's vielleicht noch. Ansonsten wird es schwer. Torpor ab oder so. Stimmt. Turn 2 Torpor ab, Turn 3, 3 geschlafen, gebundene Feen. Bah, und dann kann der Gegner nicht mal Maelstrom Bus machen, weil sie haben abwärts 2. Ja. Großartig. Ah, durchgetecht. Bis zum Gehen nicht mehr. Ja. Nein, finde ich nicht so schlecht. Ich finde, es ist nicht. Ich glaube, sie ist besser, als sie ausschaut. Obwohl sie nicht so gut ist, wie die Stats und der Text es glauben machen. Also man denkt sich, ja. Weißt du, ich meine, man denkt sich so, ah ja, 3 Marken, das ist urelend, aber in Wirklichkeit ist da noch immer eine 3-3 fliegend. In Wirklichkeit ist es nur elend. Bis ganz wieder gestern. Schau, kann da. Nichts machen. Na, schau, endlich eine gute Karte. Taschenspielerei. Die habe ich reingenommen. Das ist ein Reprint. Ja, das ist ein Reprint. Und zwar der erste Reprint seit der 9. Edition und keine Sorge interessiert es. Das ist Lay of Hands, das ist eine richtig gute Karte. Ja, das ist schon Modern legal halt, ne? Aber sie ist nicht Pioneer legal. Ist Pioneer legal, ja. Schau die obersten 2 Karten deiner Bibliothek an, nimm eine davon auf deine Hand und lege die andere unter deine Bibliothek. Ich habe mit dem Stefan, mit dem Top-Leute darüber geredet, der gemeint, ja, es interessiert keinen, weil Consider besser ist. Also ich habe, das ist nur eine Karte, sagt er, ja, aber du kannst was in den Friedhof legen und das ist besser. Und es ist eine Hexerei, das andere ist ein Instant. Ja. So. Vielleicht hat er recht, aber ich kann, weißt du, die 9. Edition des Slayer Feind das letzte Mal und jetzt ewig nicht und ich denke mir so, hey, ist ein cooler Reprint, aber scheinbar ist er nicht mehr cool. Ist ja ein cooler Reprint. Aber ja. wird halt nicht gespielt werden. Na, vielleicht ein Standard. Wirklich, wirklich. Talions Bote. Jawohl. 2 farblose und ein blaues. 1-3. Kreaturen, was bitte ist das für ein Artwork? Sorry, da kann ich gleich nicht mehr richtig sprechen. Kreatur, Feenwesen, Adeliger. Wie schier ist der eigentlich? Fliegend. Immer wenn du mit einem oder mehreren... Der hat halt die Krone angewachsen. Ja. Immer wenn du mit einem oder mehreren Feenwesen angreifst, ziehe eine Karte und wirf dann eine Karte ab. Mhm. Wenn du auf diese Weise eine Karte abwirfst, lege eine +1/+1 Marke auf ein Feenwesen deiner Wahl, das du kontrollierst. Und den finde ich actually gut. Warum findest du den nicht gut? Alter, der ist 3 Mana 1-3 fliegend und spielst in Pre-Combat. So. Spielst in Pre-Combat, greifst. Mom, I want Sign of Honor. Also, we have Sign of Honor at home. This dude. Na. Taugt man gar nicht. Du spielst den Turn 3, greifst an mit deiner Kreatur, wirfst die Karte ab, wird die gleich fetter, ist doch nice. Lootest dich durch dein Deck, machst nebenbei deine Feen fetter. Den finde ich aber nicht geil. Ich finde ihn nicht so schlecht. Ich mir also abgeht, vielleicht ist es auch immer, weil er so hässlich ist. Das ist einfach eine Abneigung. Sofort ging ihn, das Bild poppt auf, Name furchtbar, Artwork furchtbar, Karte muss furchtbar sein. Aber Karte ist nicht furchtbar. Don't hate. Sehr okay. 1-3. Ja, ja. Kommt es mir jetzt nicht mit sein, auf ohne so ein 1-1. Oh ja, die Feen haben auch alle nicht Flash, Alter. Was ist da los? Ja, sind nicht langsam, weil sie solche Riesenschwerter in der Gegend mal dumm zahlen müssen. Da gibt es keine Überraschung mehr, wenn es irgendwo im Hintergrund kommt die kleine Fee mit so einem Schwert dahergeflogen. Sehr furchtbar. Also ich habe mir gedacht, dass der taugt. Na, sorry. Ah, ui, der taugt mir. Dann die letzte Karte für heute. Tugend der Weisheit. Die taugt mir. 4 farblos, ein blaues. Verzauberung. Falls eine bleibende Karte ins Spiel kommt und dadurch bei einer bleibenden Karte, die du kontrollierst, eine ausgelöste Fähigkeit auslöst, wird die Fähigkeit ein weiteres Mal ausgelöst. Ah, toller Regeltext. Was lösen wir aus? Alles auslösen. Es ist so Panharmonikon-Style, ne? Ah. Aber es hat auch Ventress Visionen. Das ist dieser Gargoyle, gab es im normalen. Ja, Ventress ist doch das Schloss. Nimm das Schloss Ventress. Ja. Spontanzauber Abenteuer. Kopiere eine aktivierte oder ausgelöste Fähigkeit deiner Wahl, die du kontrollierst. Du kannst neue Ziele für die Kopie bestimmen. Ja, das kopiert da und das kopiert dort. Offensichtlich sehr cool für Commander. Wollte gerade sagen. Für solche Panharmonikon, Shenanigans, whatever Decks. Mm. Ja. Möchtest du noch was hinzufügen? Abgesehen davon, dass das Artwork cool ist. Das Artwork ist mega cool. Ich glaube, dass es Karten gibt, wo das auch cool ist. Einfach mit irgendwelchen Karten mit Comes-to-Play-Effekten, die halt dann sofort doppelt triggern und so. Panharmonikon.
triggert das dann doppelt. Aber die Weiße hat mir mehr taugt, ich weiß auch nicht warum. Wegen dem Wachsamkeitsritter. Vielleicht bin ich, genau deswegen, vielleicht bin ich da nicht fantasievoll genug, dass ich das sehe, wie cool das sein kann. Hm. Ja. Ja. Das Artwork ist geil. Das Artwork ist geil. Das ist besser als das andere. Wobei die Ringe waren auch geil. Die Ringe waren schon schön. Die Ringe waren auch schön. Ja, ist schwierig. Passt. Das war Folge Dus, Dos, Duo. Blau vorbei. Zwei heute. Ja. So, wenn man es nicht kann, soll man es bleiben lassen, gell? Morgen geht es weiter mit den schwarzen Karten. Und ja, bis dahin wünsche ich einen schönen Tag. Ihr könnt gerne uns Kommentare und Videos hinterlassen. Ihr könnt uns auf Facebook und Instagram erreichen. Uns im Discord zu vorbeitreten, uns auf Patreon unterstützen. Und zum Spiel in Wien treffen. Oder natürlich, wie gesagt, morgen bei Schwarz sehen. Bis dahin, schönen Tag. Ciao, Baba. Wiederschauen. Na, diese Fee. Richtig schier. Also, ich, ja, sie ist nicht schön, aber die